freue mich sehr, dass Marko Kristanović jetzt bei uns ist oder bei mir ist. Hallo Marko, grüß dich. Hallo. 23 Jahre jung, in Berlin geboren und mit kroatischen Wurzeln, wie ich schon dem Namen entnehmen konnte und wie wir auch uns vorher unterhalten haben. Vielleicht dazu mal ganz kurz, kroatische Wurzeln bei deinen beiden Eltern? Genau, ja, also meine Mutter ist schon mit einem Jahr hergekommen nach Deutschland und ist hier auch aufgewachsen. Mein Vater ist mit 26 nach Deutschland gekommen, genau. Aber sagen wir mal, beide Großelternteile sind auch mit Deutschland in Verbindung gewesen, weil sie als Gastarbeiter hergekommen sind und hier auch, sagen wir mal, das Leben lang gearbeitet haben. Ich frage auch deswegen, weil du ja im Vorhinein auch gesagt hast, du fühlst dich auch da ein bisschen heimisch. Also das ist für dich beides Heimat, oder? Also Kroatien und auch Deutschland irgendwie. Ja, genau. Also ich bin ganz froh über meine kroatischen Wurzeln und ich bin auch sehr verbunden, gehe auch jeden Sommer nach Kroatien und in meinem Herzen ist auch sehr viel Platz für Kroatien. Aber ich bin auch froh, dass ich diese deutsche Mentalität habe und auch in Deutschland aufgewachsen bin, diese Disziplin, Ordnung gelernt habe, die in Kroatien manchmal nicht so vorhanden ist. Da ist ja alles so spontan. Ja. Und ja, aber ich bin ganz froh über meine Wurzeln und auch über meine zweite Heimat, Deutschland oder erste Heimat. Genau, egal wie man sieht, ich bin mit beiden sehr verbunden. Wie ist das bei dir gekommen, dass du Basketball gespielt hast? Wie hat das angefangen? Ist das auch familiär irgendwie schon vorgeprägt oder hast du von selbst irgendwann den Draht dahin gefunden? Also mein Vater war immer ein sportbegeisterter Typ und ja, ich war schon sehr früh mit Sport verbunden. Er war selber hat selber Fußball gespielt, nicht professionell, aber war eigentlich ganz talentiert. Da hat vielleicht ein bisschen die Unterstützung gefehlt. Aber ja, zum Basketball bin ich über meine Schwester gekommen. Ich habe viele verschiedene Sportarten probiert, Fußball, Schwimmen, Handball. Und dann war ich einmal bei dem Training von meiner Schwester beim Basketball zugucken. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich will gar nichts anderes mehr, ich will Basketball spielen. Das hat mich irgendwie im ersten Moment so begeistert und hat mir so einen Spaß gemacht. Dann habe ich sofort angefangen und es lief halt gut und es war einfach wirklich, wirklich schön, diese Geschichte mit dem Basketball, gleich von Anfang an. Und kannst du irgendwie sagen, woran das lag, was dich da so beeindruckt hat bei diesem Sport? Ist es das Teamspiel gewesen, dass es in der Halle war oder irgendwie, dass man so ein kleines Hindernis hat sozusagen, anders als jetzt beim Handball oder beim Fußball? Ich glaube, beim Basketball ist einfach aus meiner Perspektive die spannendste Sportart. Es kann immer irgendwas passieren. Es fallen viele Körbe, nicht so wie im Fußball ab und zu. Es gibt sehr spannende Fußballspiele, aber im Fußball kann es auch mal 0-0 ausgehen. Im Handball fehlt mir manchmal ein bisschen die Attraktivität, obwohl ich beide Sportarten sehr mag. Aber Basketball hat immer, es kann immer, egal was für ein, es kann ein Viertligaspiel sein und es kann sehr attraktiv sein. Und das finde ich, ist das Schöne am Basketball, ja. Was hattest du für Idole, als du so angefangen hast mit dem Sport und dich damit befasst hast? Also ich muss ehrlich sagen, dass mein Vater mal mein größtes Idol war als Kind. Natürlich hatte ich Sportler, die mir gefallen haben und so. Es waren eine Reihe an Sportlern, würde ich jetzt keinen besonders hervorheben, aber mein Vater hat selber auch Fußball damals gespielt und ich war mal bei seinen Spielen. Und ja, ich und er haben einfach diese Begeisterung für den Sport geteilt und er war eigentlich mein größtes Idol, als ich ein Kind war. Und ja, und ich wollte auch immer irgendwie über diesen Sport meinem Vater, glaube ich, auch was beweisen. So. Weil einfach wir so eine Verbindung hatten und dafür gelebt haben, genau. Heute ist er sicherlich sehr stolz auf dich. Ja, mein Vater ist sehr stolz, er postet auch immer alles auf Facebook und so. Ich bin ja eher so der Typ, der nicht so in den sozialen Medien ist und mich hat es auch manchmal früher genervt, so, aber man kann es ihm vielleicht nicht verübeln. Das ist halt die elterliche Liebe und er freut sich halt für mich und die unterstützen mich auch alle immer sehr viel, meine ganze Familie und auch meine Freunde und ja, ich kann es ihm nicht verübeln, genau. Ja, das ist ja gut so. Deine Schwester, hast du gesagt, die hat dich zum Basketball so ein bisschen gebracht. Du hast, glaube ich, zwei Geschwister, oder? Genau, ich habe eine ältere Schwester. Die hat auch Basketball gespielt, war auch Junioren-Nationalspielerin. Und habe einen jüngeren Bruder, der 6,5 Jahre jünger ist. Und ja, also wir sind spielen alle drei Basketball oder haben gespielt. Und ja, teilen diese Begeisterung auch zusammen. Und dein Bruder spielt jetzt nicht mehr oder er spielt doch noch? Doch, der spielt noch. Der ist in der Jugend bei Alba zurzeit, genau. Und der ist jetzt 16, genau. Da bildet sich ja so eine Brücke. Du warst ja auch in der Jugend bei Alba unter anderem. Kannst du ganz kurz mal beschreiben, wie war so dein Werdegang von den Vereinen her? Genau, also ich habe beim TuS Lichterfelde gestartet, der auch
ganz früher mal eine Kooperation mit Alba hatte und auch sozusagen die Jugend von Alba war. Und da habe ich bis zur JBL gespielt. Und dann bin ich danach zu Alba gewechselt, genau. Oder in der JBL-Saison, glaube ich, war das noch, bin ich zu Alba gewechselt, genau. Danach bin ich dann zu Elching in die Pro B. Und nach Elching bin ich dann hier als Doppellizenzspieler. Letzte Saison bin ich hierher gekommen, genau. Und jetzt so am ja, Durchbrechen kann man so sagen, ne? Wie ist aktuell deine Wahrnehmung der Basketball-Bundesliga? Also ich freue mich erstmal, dass ich jetzt in der Basketball-Bundesliga spiele. Es macht mir sehr Spaß, auch mit dem Team und auch, sagen wir mal, jetzt dieses Niveau erreicht zu haben, was ich schon immer, sagen wir mal, erreichen wollte. Natürlich gibt es da noch viel zu arbeiten und auch natürlich ist es auch diese Umgewöhnungsphase von der Pro B auf die Bundesliga, aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Wie ist das bei dir? Was machst du sonst, wenn du jetzt an einem freien Tag oder so unterwegs bist und einfach so ein bisschen Ruhe für dich hast? Womit verbringst du sonst deine Zeit? Also ich muss ehrlich sagen, ich komme auch aus einer sehr gläubigen Familie. Genau, und also ich früher habe ich jetzt, sagen wir mal, den Glauben an zweiter, dritter Stelle gepackt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in den letzten Jahren, auch mit dem Reifen und durch einige Situationen, bin ich auch noch mehr zum katholischen Glauben gekommen und habe versucht, den jetzt auch mehr zu praktizieren. Ich muss sagen, dass jetzt auch ein großer Teil in meinem Leben geworden ist. Also ich lese viel die Bibel, bete viel und denke auch viel über das nach. Also es ist mir schon sehr wichtig. Das ist so ein bisschen der geistige Ausgleich dann vielleicht auch zum sportlichen Ja, Erleben, oder? Das ist das kann gut möglich sein, ja. Und ja, das lässt uns auch tiefer über das Leben überhaupt nachdenken, genau. Und wie ist so dein Nachdenken? Ich finde das ja total spannend. Ich meine, du bist 23, das ist ja noch sehr jung. Was sind so Schlüsse, die du jetzt so für dich, fürs Leben gerade ziehen konntest, wenn du so darüber nachdenkst? Also für mich ist das Wichtigste, sagen wir mal, was ich auch bemerkt habe, ich liebe Basketball und so, aber ich würde sagen, das, was uns, sagen wir mal, Jesus beigebracht hat, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Das heißt also wirklich, dass man versucht, zu jedem Menschen sich so zu verhalten, wie man will, dass jemand sich zu dir verhält. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, wenn alle Menschen den nachgehen würden, würden wir eine viel bessere Gesellschaft, eine viel bessere Welt haben. Aber ja, es ist immer noch Zeit. Jeder wird seinen Weg irgendwie finden, genau. Weg finden ist ein gutes Stichwort. Das ist jetzt möglicherweise auch ein bisschen schwierig für dich, weil du ja noch, wie gesagt, sehr jung bist. Aber es gibt ja auch eine Karriere nach der Karriere sozusagen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht oder schon mal so ein Gefühl dafür entwickelt, wie es dann nach dem Basketballspielen weitergehen könnte? Also ja, ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich werde auch immer wieder von meinem Opa, von meiner Familie, werde ich auch immer darauf hingewiesen, vergiss nicht eine Schule zu beenden, also eine Ausbildung zu haben oder ein Studium. Ich würde gerne natürlich etwas studieren, aber da habe ich, also Psychologie interessiert mich auch in den letzten Jahren mehr, aber ich würde mich jetzt noch nicht festlegen. Ich bin so ein Typ, ich glaube, jeder, der mich kennt, wird sagen, ich bin ein Arbeitercharakter und ich glaube, ja, also wenn der Zeitpunkt kommt, wenn ich mir was vornehme, werde ich es dann auch durchziehen und dann werde ich ja schon meinen Weg gehen, glaube ich, ja. Und ist es eher was dann mit Basketball zu tun hat? Oder sagst du bist dann eher so der Typ vielleicht, der dann einen klaren Cut zieht und sagt, ich lasse den Sport dann einen Teil meines Lebens gewesen sein und dann mache ich vielleicht wirklich was anderes? Wenn du sagst, Psychologie gibt ja quasi beide Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du ja in der Sportpsychologie unterwegs sein oder dann eben auch was ganz anderes machen. Ja, also das ist eine gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Darüber habe ich noch nicht ganz nachgedacht. Also ich würde etwas im basketballerischen Sinne natürlich nicht ausschließen, aber ich glaube auch, dass mich auch andere Sachen interessieren würden und ich glaube, ich könnte auch ganz gut ohne Basketball nach der Karriere leben. Wir wollen noch mal einen kleinen weiteren Step zurückgehen. Eine der Fragen ist auch, wenn du jetzt selbst dich noch mal zurückversetzt in dein jüngeres Ich, quasi als 12-Jähriger oder sowas, vorm Spiegel stehen würdest, welche Ratschläge würdest du dir selbst geben oder auch anderen Jüngeren geben auf ihrem sportlichen Karriereweg? Also ich würde meinem jüngeren Ich und auch anderen Jüngeren würde ich den Ratschlag geben, dass sie immer kämpfen im Leben, dass sie nie aufgeben und dass sie sich auch nie unterkriegen lassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also es wird immer zu Situationen kommen, wo man nicht alles so läuft wie geplant und aber man soll einfach weitermachen und nicht aufgeben und man wird schon seinen Weg dann gehen irgendwie. Schöne Schlussworte, finde ich. Marko Danke. Krstanovic, dann auch alles Danke. Gute für deinen Weg. Vielen Dank, gleichfalls.